Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Fortnite Daily Shop News vom 17.12.2019. So Leute, wenn ihr uns kostenlos unterstützen wollt, dann used gerne im Itemshop den Creator Code sofort gleich TTV. Dann auf Annehmen drücken und dann unterstützt uns kostenlos und ich würde sagen, viel Spaß mit dem Video. Jo Leute, wir schauen in den heutigen Itemshop rein und da haben wir neue Items bei dem Mopser. Neuer Style, ja geil. Wir fangen auf der rechten Seite an mit True Love. Oh, das Teil, das ist so alt schon und so trotzdem so schön. Für 200 V-Bucks. Jo, da haben wir momentan folgendes Voting. 4 von 5 bei 26 Votes am 11. Februar 2018 ist erstmal drin gewesen. Das 14. Mal, 41 für meines letztes Mal im Shop vor knapp 2 Monaten. Weiter geht's mit dem Flutterfee. Das Ding ist so unfassbar nervig. Also ich meine, es ist geil. Ich finde es cool, aber ich könnte mir nicht vorstellen, das Ding selber zu fliegen. Für 800 V-Bucks, stellt euch vor, ihr klappt das Ding ständig auf und zu und das macht einen wahnsinnig. Ja. So, hier. 3,77 von 5 bei 26 Votes am 23. November 2018. Das erste Mal drin, das 10. Mal. 33 für meine, das letzte Mal im Shop vor anderthalb Monaten. Der Zahnseidenwirbler. Bin ich persönlich jetzt nicht so der große Fan von, für 500 V-Bucks, ist aber ganz okay. Hier haben wir 3,41 von 5 bei 27 Votes am 10. August 2019 das erste Mal drin gewesen, 6. Mal, 24 wie meines letztes Mal im Shop vor 2 Wochen. Angelmeisterin gibt es hier auch, diese zwei verschiedenen Styles. Ich finde die relativ cool. Und ja, da haben wir hier 3,44 von 5 bei 9 Votes am 16. Oktober 2019 das erste Mal drin gewesen, das dritte Mal, 12 Reminders, das letzte Mal im Shop vor 25 Tagen. Dann sind wir bei Glitter. Das ist mir persönlich ein bisschen zu viel. Bling, 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 bling. Aber ich weiß, das Teil ist halt mega beliebt für 500 V-Bucks. Schrecklich. Beliebt. 4,16 von 5 bei 43 Votes am 28. Mai 2019. Das erste Mal drin gewesen. 9. Mal, 7,5 für meine. Das letzte Mal im Shop vor 42 Tagen. Dann kommen wir zu einem Skin, der schon seit Ewigkeiten nicht mehr drin gewesen. Für 1200 V-Bucks der Schaltkreis-Killer. Teil ist knapp seit einem Jahr nicht mehr im Shop gewesen. Gucken wir uns jetzt hier rein. Hier haben wir 3,77 von 5 bei 13 Votes am 18. Dezember 2017 das erste Mal drin gewesen. Das 32. Mal, 28 wie meines letzten Mal im Shop vor am 22. Dezember 2018. Weiter geht's hier mit der Astralaxt. Ich finde die super geil. Ist echt sehr, sehr schön für 1200 V-Bucks. Und das Teil hat hier folgendes Voting: 4,49 von 5 bei 43 Votes am 4. Mai 2019. Das erste Mal drin gewesen, 8. Mal, 39 Reminders, das ist mein Shop. Vor knapp einem Monat mit dem Komplettset hier. Dann haben wir den Shard, den Splitterbruch. Mega schöne und coole Lackierung. Gefällt mir persönlich sehr gut. Und Shardbreak hat hier 4,54 von 5. Bei 39 Votes am 4. Mai 2019 ist das erste Mal drin gewesen. Das 8. Mal jetzt im Shop. 18 Reminders. Letztes Mal im Shop vor knapp einem Monat. So, weiter geht's mit dem Arcana. Mega geiler Gleiter. Sehr, 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 sehr schön. Für 1200 V-Bucks. Gefällt mir persönlich super. Hier 4,4 von 5 bei 48 Votes am 4. Mai 2019. Das erste Mal drin, wir sind 7. Mal. 15 Reminders. Ja, weiter geht's mit einem super wunderschönen Skin. Der Traum. Guckt mal hier. Achtet mal hier auf diese Animation da. Gut, die meisten von euch werden das Ding eh schon kennen. Super geil. Teil. Also. Mit einer der schönsten Skins des ganzen Spiels, auf jeden Fall. 4,37 von 5 bei 103 Votes. 4. Mai 2019 ist das erste Mal drin gewesen. 8. Mal, 132 Reminders. Dann kommen wir zu dem Luminos. Den Luminos haben wir hier. Für 1500 V-Bucks. Die, die uns länger gucken, wissen, worauf ich anspiele.
So, schönes, wunderschönes Backpack. Wunderschön das Gehen. Also cooler Skin auf jeden Fall. Nicht so schön wie der Traum, aber auch ganz gut. Finger 03 von 5 bei 95 Schwartz am 4. Mai 2019 ist erstmal drin. Wie gesagt, mal 47 Reminders. Dann kommen wir zu einem mega coolen Set. Das Steinherz. Royale Romantik Set. Herzschmerz für 800 V-Bucks. Doppelpicke, diese Schwerter hier. Boah, finde ich ganz nice. Sind die Cupid Staggers. 3,27 von 5 bei 11 Votes. 29. September 2019 ist das erstmal drin. Wir sind das vierte Mal bei Reminders. Das letzte Mal im Shop vor 30 Tagen. Dann haben wir das Steinherz. Super schöne, wirklich sehr, sehr cooler und schöner Skin. Passend zum Liebesranger, die weibliche Version. Sehr, sehr cool. Für 1500 V-Bucks. Stoneheart. Hat hier volles Body 4,25 von 5 bei 24 Schwarz am 29. September 2019. Jetzt erstmal drin gewesen. Das vierte Mal. 30 Reminders. Jo. Und jetzt kommen wir zu den neuen Items von heute. Beziehungsweise. Ja, wir fangen jetzt mal an hier mit diesem Weihnachtsbraten. Das ist die neue Picke für 1200 V-Bucks. Der Mopser, der rennt da mit dem Schinken. Das ist schon geil. So ein richtig kross gebratener Schinken ist schon was Feines, ne? Aber jetzt hier mit einer Ananas und mit einer Kirsche drauf gespickt. Da unten ein Knochen dran. Aber der sich freuen, der Mopser, wenn er das Teil geschenkt bekommt, ne? Ja, der meiner Weihnachtsbraten brate ihn, eins über, Teil des Kampfknurrersets. Hören wir uns mal an, wie sich das Teil anhört. Boah, schon fett schinkenmäßig. So, der Teil kriegt von mir 8 von 10. So, da haben wir bis jetzt, glaube ich, noch kein Voting. Nö. Dann geht's weiter mit dem festlichen Feuerhydranten. Natürlich, also zu dem Schinken. Braucht der Mopser natürlich auch noch einen Hydranten, wo er mal schön das Beinchen heben kann. Ansprechend verpackte Wasserversorgung. Jo, damit er das Teil immer mit dabei hat und überall Wasser lassen kann. Muss ja nicht einen Baum dafür nehmen, ne? So, sonst dreht Greta wieder am Rad. Hat er immer den Hydranten dann mit dabei für 200 V-Bucks. Finde ich persönlich jetzt nicht so wirklich cool. Ich wollte nicht immer einen Hydranten mit dabei haben. So, haben wir hier noch kein Rating für das Teil. Jetzt kommen wir mal zu dem neuen Style. Ja, der Mopser ist jetzt hier zum Weihnachtsmops geworden. Oh, guck mal hier da unten. Das ist ja richtig cool. Das glänzt ja regelrecht. Hier der Knochen. Ja, sieht schon cool aus. Also ganz ehrlich, ich muss sagen, wenn ich den hier jetzt nicht so toll fand, den Mops, den finde ich cool. Der gefällt mir. Was hat der, guck mal da, so Knochen auch noch auf den Handschuhen. Ja, hat was. Was mir jetzt fehlt, ja, hier vorne ist der Knochen drauf. Ja, naja. Und unten auf den Schuhen auch, sind das auch Knochen? Nee, das sind einfach nur Laschen. Also auf jeden Fall mega cool. Gefällt mir deutlich viel besser als die andere Version. Da kriegt der Mopser von mir auf jeden Fall 8 von 10. So, dann gucken wir mal, wie da momentan das Voting für den Doggo aussieht. Ich glaube, berauschend ist es nicht, aber... Da war dieser neue Style ja auch noch nicht da. 3,14 von 5 bei 88 Schwarz. Am 26. Mai 2019 ist das erstmal drin gewesen. 8. Mal 35 für meines. Letztes Mal im Shop vor einem Monat. Jo, jetzt muss ich natürlich noch den Shop bewerten. Und jetzt gehen wir mal hierhin zurück. Schauen wir ganz kurz darüber. Ja. Eigentlich ist das schon ein relativ cooles Ding hier. Boah.
Also ich würde mal sagen, ich gebe dem Ding ein Love It. Wenn es euch gefallen hat, lasst mal wieder einen Daumen nach oben da, schreibt was in die Kommentare, abonniert den Kanal und schaltet das nächste Mal wieder ein, wenn es wieder heißt Fortnite Daily Shop News mit Minimum gleich. Benutzt unseren Creator Code sofort du gleich TTV, wenn ihr uns unterstützen möchtet. Da, so, sofort du gleich TTV. Jo, und schaltet das nächste Mal wieder ein, wenn es wieder heißt Fortnite Daily Shop News mit Minimum gleich. Schaut rein, macht's gut, bis dann und tschüss.